Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Herr Thieme, wir schauen als allererstes wieder auf den DAX. Im letzten Gespräch hatten Sie die 11.000-Punkte-Marke als eine Art Obergrenze vorerst festgelegt. Das scheint zu stimmen. Wir haben uns wieder der 11.000 angenähert und sind wieder dran abgeprallt. Auch heute, am Mittwoch, den 13. Mai, sinken die Kurse wieder ein bisschen weiter weg von der 11.000. Die scheint wirklich so eine Art Deckel zu sein. Stimmt das denn auch weiterhin? Das ist richtig. Man muss es vielleicht etwas modifizieren. Aber ich bin ja jemand, der immer gerne, sagen wir mal, pauschal und in Denkanstößen redet, auch mit Bildern, die man sich merken kann. Die Bandbreite für den DAX heißt hier für die Sommermonate oder für das späte Frühjahr und den Sommer 9.000 bis 11.000. Wobei ich jeweils 500 Punkte zu beiden Seiten gebe, also bei der 11.000-Marke bis maximal 11.500, bereit wäre, das noch zu konzidieren. Und nach unten hin zwischen 9.500 bis 9.000-Marke, aber auch sage, es könnte sogar sein, dass wir nochmal bis auf 8.500 zurückgehen. Und das muss man auch verstehen als Betrachter, denn man kann an der Börse nicht mit dem Millimetermaß messen. Man muss nur sagen, man kann sich's merken, 9 bis 11.000 und könnte sein 8.500 bis 11.500. Also die 3.000 Punkte Schwankung oder 2.000 Punkte. In diesem Korridor werden wir uns bewegen und so ist auch meine Anlagestrategie, was die Exchange-Traded Fonds anbetrifft, ausgelegt und auch die, dann wieder, was wir am Ende besprechen werden, die Hebelproduktstrategie. Sie haben ja auch eine Marktprognose, die Sie besprechen. Und die hatte gestern den Titel Ich bleibe Zuschauer. Das finde ich jetzt dann doch interessant. Was bedeutet denn das? Wir sprechen doch wöchentlich drüber, was man tun kann. Ein Zuschauer ist ja eigentlich passiv. Das ist richtig. Was ich gestern ausdrücken wollte in der Marktprognose, die ich ja täglich bringe, also 6-mal in der Woche, und da wollte ich ja nochmal drauf aufmerksam machen für meine Hörer, dass ich sage, bitte Leute, ich bleibe hier eigentlich eher Betrachter, weil für mich der Markt so hoch ist. Wir waren ja wieder in der Nähe der 11.000-Marke und ich wollte damit ausdrücken, es geht wieder runter. Das ist schon gleich am gleichen Tag, man runtergeht. Damit kann man nicht unbedingt rechnen, das kann man nicht prognostizieren. Das ist Glückssache, wenn man so will, das ist Tageshandel. Aber ich fühle mich nicht unwohl, jetzt bei 10.650 diesen Satz so formuliert zu haben. Und ich bleibe tatsächlich auch in gewisser Weise Zuschauer, weil ich eine relativ hohe Bargeldposition zurzeit selber fahre in den Portfolios, was ich betreue, wo ich berate, heißt meine Strategie. Also 20% ist nicht genügend, um liquide zu sein. Man kann durchaus eine Liquidität haben, die eher bei 40% liegt. Und dem speziellen Fall, den ich hier betrachte, da bin ich sogar 60% liquide. Das mag für den einen oder anderen sehr viel Liquidität sein, aber ich bin auch gleichzeitig dort übrigens mit einer Hebelproduktstrategie mit 20% auf einen fallenden Markt eingestellt, was sehr hoch und sehr aggressiv ist, was ich also keinem Clubmitglied in dieser Form empfehlen würde, weil man dazu Nerven braucht und weil es auch Risiko nicht reich ist, aber es ist nicht ohne Risiken verbunden. Also in anderen Worten, ich habe zurzeit und ziehe zurzeit relativ viel Bargeld vor. Das Risiko dabei ist auch, um das gleich selbstkritisch zu sagen, wenn der Markt mir wegläuft und wieder erwarten, also mit dem ich nicht rechne, dass wir tatsächlich die 11.500-Marke noch in diesem Jahr überschreiten und sagen wir mal gegen die 12.000-Marke gehen, was ich eigentlich ausschließe, ja, dann habe ich natürlich nichts in meinem Portfolio, was daran teilnimmt. Das ist das Risiko. Man muss immer wieder wissen, es gibt bei jeder Entscheidung, die man trifft, gibt es ein Potenzial und auch ein Risiko. Das Risiko, was ich zurzeit fahre, ist, dass ich mit viel Geld mir den Markt anschaue und wenn der Markt weglaufen sollte, wäre ich nicht dabei, aber ich sehe das nicht als eine katastrophale Situation an, denn das kann ich dann wieder aufholen, indem ich dann später mich entschließe, bei Fluktuationen mit wieder dabei zu sein. Aber zurzeit setze ich darauf, um auf den Punkt zu kommen, der DAX fällt unter die 10.000-Marke. Wann, weiß ich nicht, aber zwischen dem heutigen Tag, dem 13. Mai und bis Mitte August, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, würde ich bei mindestens 75% setzen, wenn nicht sogar mehr. Und deswegen warte ich ab. Auf der anderen Seite, wenn ich die 11.000-Marke sehe, dann bin ich bereit zu sagen, bitte nimmt die Gewinne mit, was ich auch mehrfach hier auf meiner Marktprognose und auch hier in unserer wöchentlichen Diskussion gesagt habe, nehmt eure Gewinne mit, sofern ihr auch den Mut gehabt habt, unserer Diskussion zu folgen und in der zweiten Märzhälfte zu sagen, als wir die 9.000-Marke gesehen und sogar unterschritten hatten, kurzfristig sagen,
das sind Einstiegskurse. Ich gab ja ein Warnungssignal. Also wer das gemacht hat, um es mal direkt zu formulieren, hat um die 9.000 gekauft, der kann bei 11.000 dann sagen, das sind 20% in meinem Exchange-Traded-Fonds innerhalb von 2 Monaten. Ja, ich bitte, jeder, der in 2 Monaten 20% gewinnt, der nimmt natürlich einen Teil raus. Bei den ETFs wäre das dann mindestens die Hälfte, um den Rest mit einem Stopp abzusichern, damit man diesen Gewinn nicht wieder schmälern muss. Und dann hat man noch etwas Restkapital drin, weil man nicht alles verkauft hat. Sollten wir auf die 11.300 oder 500 tatsächlich kommen, kann man dann den Rest total rausnehmen. Spätestens, um es klar zu sagen, zwischen 11.300 und 11.500 würde ich keinen ETF auf den DAX mehr haben, sondern die Gewinne, ich betone, die Gewinne mitgenommen haben, um mich wieder unter 10.000, zwischen 9.000 bis 10.000 wieder einzukaufen. Jetzt frage ich trotzdem mal, was das für die Clubstrategie heute bedeutet. Sie haben jetzt ja etwas zurückgeblickt, haben gesagt, wer der Strategie gefolgt ist, hat vielleicht dies oder das getan. Jetzt haben wir ja in den aktuellen Zeiten immer mal wieder neue Clubmitglieder. Also wenn der ein oder andere jetzt da sitzt und sagt, ja, was mache ich denn jetzt heute? Was bedeutet das, wenn Heiko Thieme sagt, ich bleibe Zuschauer? Muss ich dann jetzt verkaufen? Wie gehe ich jetzt damit um? Was würden Sie demjenigen genau heute empfehlen? Gut, es kommt jetzt drauf an. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.